Vielen Dank, Hans-Georg, für die nette Einleitung. Und ich freue mich natürlich auch wieder richtig real life hier einen Vortrag halten zu dürfen. Das ging uns ja die letzten Jahre genau aus dem Grund etwas ab. Und ich freue mich natürlich auch, diese Ergebnisse oder Zwischenergebnisse der Kosmos-Studie darstellen zu dürfen in diesem Auditorium. Und ich fange eigentlich gleich mal kurz mit drei Folien an, die so ein bisschen den Hintergrund bzw. die Durchführung dieser Studie reflektieren sollen. Nachdem die Pandemie ja im Frühjahr 20 losging, haben wir uns relativ frühzeitig im Wissenschaftsrat der DGSP gemüßigt gesehen, natürlich da das Ganze auch wissenschaftlich zu begleiten, haben dann im Juli 2020 einen Ethikantrag, einen BISP-Antrag geschrieben, der dann erfreulich schnell im Herbst, also September, genehmigt wurde und wir das Projekt dann im Spätherbst 2020 starten konnten. Um was geht es in der Kosmos-Studie? Es geht um den Aufbau einer Kohorte oder besser gesagt von zwei Kohorten im Sinne eines multizentrischen Ansatzes. Wir haben da also 13 rekrutierende Untersuchungszentren in Deutschland, die ja regelmäßig in den letzten Jahren auch Spitzensportler, Leistungssportler gesehen haben. Und in diesen Zentren werden eben die betroffenen Sportler, aber auch Kontrollen über die Jahreshauptuntersuchungen in die Studie eingeschleust. Die Studienleitung sitzt bei uns in Tübingen. Wir haben eine zentrale Datenbank bei Klaus Reinsberg in Paderborn. Das ist eine REDCap-Datenbank. Wir haben eine zentrale Auswertung der leistungsdiagnostischen Rohdaten, weil die Leistungsdiagnostik in dem Kontext für uns eine große Wichtigkeit hat. Biometrisch betreut werden wir durch Herrn Haller im Institut für Biometrie an der TU München. Wir haben auch eine Vorbereitung für KI-Analysen, Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Und wir haben auch noch ein Monitoring, also letztendlich überwachtes Monitoring, so ein bisschen die Datenplausibilität und prüft auch in Stichproben den Übertrag der Patientendaten dann in unsere Datenbank. Gut, vom Studienansatz, ich hatte es schon erwähnt, wir haben zwei Kohorten, die wir da aufbauen. Die eine Kohorte hier links dargestellt, das sind Wettkampfsportler mit Zustand nach einer SARS-CoV-2-Infektion. Und zwar sind das nicht nur Kaderathleten, sondern da haben wir zu Beginn, da hat man eine gewisse Sorge, ausreichend zu rekrutieren, weil wir natürlich im Sommer 2020 nicht wussten, wie viele Sportler schlagen denn da bei uns überhaupt mit dem Problem auf. Haben die Schwelle zum Eintritt relativ niedrig gesetzt mit drei Trainingseinheiten pro Woche. Ich zeige es aber nachher noch, das hat am Ende sogar noch einen Vorteil geboten, weil wir innerhalb der Erkrankten noch mal eine Kontrollgruppe eigentlich jetzt damit generieren, die eben einen geringeren Trainingsumfang hat. Und zum anderen in der Kohorte 2, die jetzt hier mal zunächst größer dargestellt wurde, im Prinzip eine Kontrollgruppe. Zunächst sage ich mal gesunde Athleten, die wir im Rahmen der sportmedizinischen Jahreshauptuntersuchung rekrutieren. Das waren dann allerdings allesamt Bundeskaderathleten aus den verschiedenen Sportarten, die wir ja so kennen. In beiden Kohorten werden Daten generiert an den einzelnen Studienzentren. Es folgt dann auch ein Biobanking, also Serum- und Plasmaproben werden aliquotiert. Das Ganze fließt dann in eine zentrale Datenbank und am Ende kommt eben, wie üblich, die Auswertung. Und wir haben aber auch die Möglichkeit, nicht an allen Zentren, an einzelnen Zentren eben dann Subprojekte mit einer Tiefendiagnostik durchzuführen. Beispielsweise läuft oder lief in Saarbrücken jetzt ein Subprojekt zur Impfung. Auch in Köln gibt es so ein Projekt, da ging es oder geht es um die Lunge. Und es wird so sein, dass wir zum Beispiel auch im Rahmen des Biobankings sicher noch das ein oder andere Subprojekt dann machen werden. Gut, die Athleten, Athletinnen werden initial untersucht in der Basisuntersuchung. Das wäre jetzt das Beispiel der Datenerhebung in der Kohorte 2 und werden dann nachverfolgt. Nach 6 Monaten mit einer elektronischen Visite, da bekommen die eine E-Mail zugesandt über das Studienzentrum, also über das lokale Studienzentrum, mit einem Link auf einen Fragebogen, der dann ausgefüllt werden muss. Und nach weiteren 6 Monaten kommt dann wieder die nächste tatsächliche Untersuchung am Untersuchungsstandort, wo man dann tatsächlich auch wiederum die Diagnostik dann durchführt. Im Datenmanagement sieht es so aus, wir haben auf der linken Seite die Datenerhebung in den Studienzentren, wir haben ja die apparative Diagnostik, wir haben die Labordiagnostik, wir haben einen Covid-19-spezifischen Fragebogen für alle Teilnehmer. Und das Ganze fließt dann in diese REDCap-Datenbank ein in Paderborn. Und aus dieser Datenbank kann dann zum einen in den evaluierenden Einrichtungen die weitere Auswertung vorgenommen werden.
Es sind Plausibilitätskontrollen möglich, die dann wiederum über das interne Monitoring zurückgespielt werden, wenn da Auffälligkeiten sind am Studienzentrum. Und wir haben eben auch die Möglichkeit der Generierung des Zeitpunkts, wenn der Athlet eben seinen Fragebogen dann nach einem halben oder eben nach auch 18 Monaten bekommt. Gut, das Ganze kann man auch schon nachlesen in der Publikation, die jetzt im Februar rauskam. Da sind die Details dann auch nochmal dargestellt, wo auch das gesamte Studienkonsortium dargestellt ist. International Journal of Public Health ist auch online verfügbar. Da sind dann nochmal Details letztendlich ersichtlich. Gut, ich hatte eingangs erwähnt, dass wir so ein bisschen Sorge hatten, zu Beginn ausreichend erkrankte Athleten, Athletinnen zu generieren, zu rekrutieren. Das hat sich dann im Verlauf relativ schnell herausgestellt, also in der zweiten Welle vor allem, also im Übergang 2021, dass es so nicht ist. Wir haben zum Zeitpunkt Ende März 2022 insgesamt knapp 2.300 Athletinnen und Athleten in der Datenbank angelegt. Beide Kohorten zusammengenommen, in der Kohorte 1 sind es etwa 1100, sind es 1138 und es läuft dann so ab, angelegt heißt noch nicht, dass wir die gleich auswerten können, sondern da folgt eben eine Prüfung, Komplettheit des Datensatzes, liegt alles vor, also auch das Anklicken der vorliegenden Einverständniserklärung und am Ende, jetzt Ende März 2022, konnten wir in der Kohorte 1, also bei den Erkrankten, 707 Fälle quasi auswerten. Voller Abfragebögen lagen aus dieser Gruppe bei knapp 400 vor, also dieser 6-Monate-Abfragebogen. Und in der Kohorte 2 hat man 989 quasi eingeschlossen, haben aber, um sie als Kontrollgruppe vergleichen können zu Kohorte 1, die erst ab dem 18. Lebensjahr eingeschlossen wurden. Hier in der Kohorte 2 war das ab dem 14. Lebensjahr eben nochmal auf 722 reduziert, um es eben mit der Kohorte 1 vergleichen zu können. Hier unten dargestellt ist der Rekrutierungszeitraum im Verlauf, also auch die kumulativen Rekrutierungszahlen, Kaderathleten, Nicht-Kaderathleten in der Kohorte 1, wie gesagt, ganz wichtig und das ist auch im Verständnis der Daten zu beachten, dass wir jetzt in dieser Gruppe, die wir bis zu dem Zeitpunkt ausgewertet haben, vorwiegend Sportler, Sportlerinnen haben, die nicht Omikron Variante, von der Omikron-Variante betroffen waren und auch ein deutlich größerer Anteil nicht geimpft waren. Also dieser initiale Studienzeitraum oder Einschlusszeitraum ist hier quasi relevant und wir werden natürlich weiter rekrutieren und sind dann sicher auch in der Lage, zum Beispiel den Einfluss des Impfstatuses genauer zu untersuchen. Da kann ich heute allerdings noch nicht viel oder eigentlich gar nichts dazu sagen, weil uns da noch die geimpften Fälle fehlen, insbesondere auch im Follow-up. Gut, die Daten, wie gesagt, das ist ein fortlaufender Prozess, sind natürlich vorläufig, aber spiegeln eben das Bild der letzten 1,5 Jahre, möchte ich sagen, wider. Zunächst mal Charakterisierung der Kohorten. Wie gesagt, Kohorte 1, das waren Nicht-Kadersportler, Kadersportler etwa in einem vergleichbaren Verhältnis. Das sieht man hier schon mal so ein bisschen einen Unterschied im Alter, der Zutritt zu den Ambulanzen ist natürlich für die Kaderathleten in den genannten Einrichtungen etwas niederschwelliger wie für Nicht-Kadersportler. Und deshalb haben wir hier auch eher ältere Athleten. Man kann natürlich auch ein bisschen vermuten, dass es einen Einfluss hat auf die erhobenen Symptome. Das können wir nicht ganz ausschließen. Also das ist ein Punkt, den wir beachten müssen. Wir haben jetzt aber vor einer Woche noch mal durch Herrn Haller in München eine Subgruppenanalyse gemacht, wo wir nur die unter 40-Jährigen ausgewertet haben. Und da haben wir eigentlich bei der großen Zahl der untersuchten Variablen keinen Unterschied zu dem Datensatz gefunden. Also das Alter wird sicher eine Rolle spielen. Das sehen wir nachher auch noch mal in einem Punkt, aber wahrscheinlich nicht in einem extremen Maße. Dann, wie gesagt, Kohorte 2, das waren die Gesunden aus den Jahreshauptuntersuchungen, nahezu gleiches Alter zu den betroffenen Kadersportlern. Geschlechterverhältnis ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer bei den Betroffenen hier, bei den Jahreshauptuntersuchungen ist es eher fast ein bisschen angeglichen, obwohl BMI kein Unterschied, aber im Trainingsumfang. Das hatte ich eingangs ja erwähnt, ist vielleicht tatsächlich ein Vorteil gewesen, in der Studie auch auf die Nicht-Kadersportler zu setzen, weil wir dann durchaus auch so ein bisschen den Trainingseinfluss uns betrachten können. Gut, Vorerkrankungen, wichtiges Thema. Wir haben hier natürlich ein sehr gesundes Kollektiv. Das gilt auch für die Freizeitsportler, die wir untersucht haben.
Arteriobotonie hier mit 4%, bei der Kohorte 1, Kohorte 2 sind es etwas weniger. Liegt vielleicht daran, dass da noch mal mehr Frauen sich verbergen hinter diesen 1,4%. Asthma bronchial ist relativ gleich, so mit knapp 10%. Ansonsten aber eigentlich kaum erwähnbare Vorerkrankungen. Ernährung können wir auch relativ schnell drüber hinweggehen. Auch kein großer Unterschied. Und ich komme jetzt zu den Ergebnissen der Symptome, die wir auf Fragebogen erhoben haben. Das ist auch hier dargestellt, Vergleich Kader, Nicht-Kadersportler, also mit Atemnot, Ruhe bei Belastung, Durchfall, Fieber, Geruchs-Geschmacksverlust, klassisches Symptom, Halsschmerzen, Husten, Kopfschmerzen, Schnupfen. Und da sieht man durchaus, dass nahezu alle der hier Untersuchten auch Symptome hatten. Das ist natürlich auch ein Zeichen, dass dieser Datensatz nicht für die Gesamtbevölkerung beziehungsweise für die Gesamtgruppe aller Athleten repräsentativ ist, aber eben für die, die sich in eine Ambulanz begeben haben. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Man sieht aber hier schon mal einen Unterschied. Nicht-Kaderathleten waren fast alle mit Symptomen behaftet. Bei den Kaderathleten waren immer als 6,5% hatten nur einen positiven Test. Und man sieht auch hier bei der Belastungsdyspnoe, bei der Dyspnoe in Ruhe, Unterschiede zwischen den Gruppen. Bei den anderen typischen Infektsymptomen sind die Unterschiede nicht so groß, wo man dann noch Unterschiede sieht in der Dauer der Beschwerden. Das ist hier nochmal durch diese Farbbalkenanteile reflektiert. Also diese über 2 Wochen, diese roten Balken sind hier bei den Nicht-Kaderathleten doch etwas prominenter. Und man kann jetzt natürlich sagen, gut, es sind erfragte Symptome. Wenn ich jemand frage, generell hat er denn irgendwelche Beschwerden, dann wird man natürlich auch bei einem Nicht-Covid-Patient oder Nicht-Covid-Sportler möglicherweise Symptome genannt bekommen. Und deshalb ist für uns die Kohorte 2 eben so wichtig, um eben auch zeigen zu können, das sind tatsächlich, wenn wir hier Geruchs-Geschmacksverlust uns angucken, doch auch eher Covid-spezifische Beschwerden, die hier angegeben werden. Bei Husten, Kopfschmerzen, Schnupfen sieht es ein Tick anders aus, also möglicherweise haben da auch andere Infekte eine Rolle gespielt oder die Covid-Erkrankung wurde eben nicht erkannt. Wir hatten immerhin 15% positive Antikörper in der Kohorte 2, um das nur mal am Rande zu erwähnen. Und da ist eben einfach der positive PCR-Test entweder so nicht erfolgt oder er ist entgangen oder war zum falschen Zeitpunkt. Also das muss man sehen, dass hier möglicherweise auch Athleten noch mit einer Covid-Erkrankung drinstecken. Dann gab es einen zweiten Fragebogen, der mehr so in den weiteren Verlauf gefragt hat. Da ging es dann vor allem eben auch um so Beschwerden wie Leistungsknick, Muskelschmerzen, kardiale Symptome, dann aber auch Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen. Und da sieht man durchaus auch einen Unterschied zwischen Kaderathleten und Nicht-Kaderathleten in der Ausprägung, also in der Häufigkeit, aber auch in der Dauer, wie lange eben diese Symptome angehalten haben. Und auch da haben wir im Prinzip den Vergleich innerhalb der Kohorte 1 Kaderathleten zu der Kohorte 2 Jahreshauptuntersuchung, wo man dann doch sieht, also dass eben die tatsächlich Erkrankten auch hier diese Symptome deutlich häufiger letztendlich angegeben haben. Gut, wir haben natürlich auch initial Diagnostik gemacht und da kann man jetzt eigentlich schon sagen, da gab es relativ wenig wirklich fassbare Auffälligkeit. Wir haben natürlich immer wieder einzelne Athleten gesehen, auch in den einzelnen Studienzentren, die tatsächlich auch pulmonale Auffälligkeiten hatten, ganz vereinzelt auch Myokarditiden gesehen. Aber wenn man jetzt zunächst mal die Gruppeneffekte sich anschaut, und das wären jetzt mal zunächst die Laboruntersuchungen, dann sieht man eigentlich keine sehr großen Unterschiede. Also wir sehen jetzt zum Beispiel Unterschiede bei den erniedrigten Leukozyten, bei den Kadersportlern, die im Training waren, häufiger als bei den Erkrankten. Das ist aber wahrscheinlich dann einfach dem hohen Trainingsumfang geschuldet. Zwischen den Kader und Nicht-Kader war aber bei den Erkrankten kein Unterschied. Das Einzige, auch bei den Entzündungsvariablen, muss ich noch kurz erwähnen, kein Unterschied CRP, BSG. Das Einzige, wo wir einen wirklich im Ansatz einen Unterschied gesehen haben, war bei den Leberwerten, also hier im Vergleich eben zu den Kadersportlern. Und eben so eine Leberbeteiligung beim Virusinfekt ist auch nicht so ganz ungewöhnlich. Also das hätte von uns dann schon eine Passung auch im Hinblick auf die Covid-Infektion war aber größtenteils nur leichte erhöhte Werte, wobei die Absolutwerte, die müssen wir uns noch genauer angucken. Das spielt so ein bisschen eine Rolle bei 13 Studienzentren, unterschiedliche Normbereiche, dass man das da irgendwie auf ein Level dann auch bekommt.
Und das müssen wir sicher nochmal gesondert dann auch von den Absolutwerten angucken. Dann Ruhe-EKG, ein ganz wichtiger Punkt, Herzfrequenz. Wilhelm, ich glaube, wir hatten anfangs viel diskutiert über die Ruhe-Herzfrequenzwerte, wo es ja auch Hinweise gibt, dass eben nach einer Covid-Infektion die Pulswerte in Ruhe, aber auch unter Belastung höher ausfallen. Das konnten wir jetzt in der COSMOS-Studie für die Gesamtgruppe so nicht unbedingt bestätigen. Allerdings ist ein Ruhe-EKG, man sieht es auch an den Werten, die sind ja nicht so ganz niedrig. Ruhe-EKG bei so einer Untersuchung ist ja nicht wirklich ein Ruhe- oder produziert nicht wirklich einen Ruhepuls, ist manchmal auch eine gewisse Aufgeregtheit dabei, aber zumindest in dem Setting sehen wir keinen Unterschied. Bei den Nicht-Kadersportlern liegen die Werte ein bisschen höher. Wir sehen aber ansonsten keine wirklich ausgeprägten pathologischen Veränderungen. Wir sehen bei den Sportlern in beiden Gruppen, also gesund, krank, einen höheren Anteil an T-Negativierungen, die aber nicht im Sinne der Seattle-Kriterien als pathologisch bei den Sportlern zu werden sind. Also da gibt es ja Kriterien. Wir haben häufig ja bei den Athleten dann zum Beispiel in V2 oder AVF oder auch AVL noch eine zusätzliche T-Negativierung zusätzlich zu V1 und AVR-Ableitung. Die ist aber dann, wenn sie nur einmalig in einer Ableitung auftaucht, nicht pathologisch und die verstecken sich hier quasi hinter diesen sportbedingten Veränderungen. Ansonsten gab es da nichts, was jetzt irgendwo auffällig gewesen wäre. Und im Belastungs-EKG sahen wir identische maximale Herzfrequenzwerte bei den Nicht-Kadersportlern etwas niedriger. Das liegt aber im Alter. Und sahen bei den Kadersportlern in beiden Gruppen gleiche Häufigkeit von Arrhythmien in erster Linie, also ventrikulären Extrasystolen. Bei den Nicht-Kadersportlern war das etwas häufiger. Das ist möglicherweise auch ein Altersthema, aber jetzt nichts wirklich Spezifisches. Bei der Echokardiografie gleiches, auch keine Veränderungen, die jetzt im Gruppeneffekt tatsächlich auf Covid-bedingte Veränderungen schließen lassen. Wie gesagt, Einzelfälle hatten wir, aber im Gruppeneffekt war das nicht abbildbar. Also sowohl bei der Ejektionsfraktion, bei den regionalen Wandbewegungsstörungen, bei der systolischen Funktion des rechten Ventrikels, der diastolischen Funktion des linken Ventrikels und auch beim Perikarderguss sahen wir keine Veränderungen. Also sowohl jetzt nicht hier in Bezug auf, also im Vergleich zu den Kadersportlern erkrankt und letztendlich gesund. Gut, soweit jetzt mal zur initialen Diagnostik. Und die Frage stellt sich natürlich, wie sieht es mit dem Trainingsausfall aus bei den Athleten? Das ist jetzt eine Zusammensetzung einerseits der Kaderathleten der Kohorte 1 und den Nicht-Kaderathleten der Kohorte 1. Und man sieht, dass bei den Kaderathleten 6,3% über einen Monat aus dem Training waren. Das ist ja durchaus eine meiner Ansicht nach relevante Zahl. Aber vielleicht ist noch relevanter, dass über 50% der Kaderathleten, die eben hier drin stecken, doch mindestens zwischen 2 und 4 Wochen letztendlich aus dem Training waren. Und das brauche ich nicht erzählen, was das letztendlich bedeutet. Da ist eine Saison sehr wahrscheinlich dann auch gelaufen. Und bei den Nicht-Kadersportlern war die Häufigkeit noch höher. Da kann man jetzt natürlich drüber diskutieren, woran das liegt. Wir werden auch den Wiedereinstieg oder die Trainingspause in Bezug setzen zum Langzeitverlauf. Da sind wir nur noch nicht so weit, weil es ja durchaus sein kann, dass ein sehr früher Einstieg vielleicht auch kontraproduktiv ist. Da kann ich aber im Moment noch nichts dazu sagen. Also da muss man davon ausgehen, dass natürlich ein Spitzensportler, der ein ganz klares, konkretes Ziel vor Augen hat, eventuell schon eher wieder ein bisschen früher einsteigt, als das jetzt bei einem Freizeitsportler der Fall ist, der damit in der Regel auch nicht oder nicht sein Geld damit verdient. Gut, dann haben wir im Fragebogen auch noch abgefragt, wie sieht es denn mit Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit aus, und zwar im Sinne einer Selbsteinschätzung und hatten da eine Analogskalierung. Und wenn man da jetzt mal schaut, wenn wir jetzt mal sagen, 70 bis 100% ist sowas, was man auch unter Normalbedingungen mal ankreuzen würde mit den üblichen Schwankungen, die man auch so im Trainings- und Wettkampfprozess hat, sieht man schon auch hier diesen Unterschied zwischen den Nicht-Kadersportlern und Kadersportlern. Also da waren 80% der Kadersportler, lagen so zwischen 70 und 100% bei der Belastbarkeit. Also was kann ich mir im Training zumuten? Bei den Nicht-Kadersportlern waren es 60%, also 40%, die schlechter lagen. Und bei der Selbsteinschätzung der Leistungsfähigkeit sah es im Prinzip ähnlich aus.
Wobei man sagen muss, dass da wurde relativ gleich auch angekreuzt, weil das natürlich miteinander auch sehr eng zusammenhängt. Was da jetzt natürlich dazu kommt, dass wir auch die korrespondierenden leistungsdiagnostischen Daten dazu haben. Also wir können letztendlich diese subjektive Selbsteinschätzung dann auch auswerten vor dem Hintergrund der tatsächlichen leistungsdiagnostischen Daten. Das macht, wie gesagt, Kai Röcke in Furtwangen. Da wird man dann auch in Kürze letztendlich die Auswertungen dann haben. Gut, soweit jetzt mal mehr zur Basisdiagnostik, also auch zu den Akutsymptomen. Ich komme jetzt noch zu den ersten Follow-up-Daten, die wir ja dann mittels webbasiertem Fragebogen erhoben haben. Wie man hier sehen kann, die Athleten, die haben den Fragebogen 6 Monate nach ihrer Basisuntersuchung bekommen. Da aber diese Basisuntersuchung teilweise schon auch 3 oder 4 Monate nach der positiven PCR erfolgte, da hat man auch eine relativ große Spannbreite, ist letztendlich der mittlere Abstand, also zwischen Basisuntersuchung 190 Tage plus eben 45 Tage, insgesamt 190 Tage mit dieser Standardabweichung, also durchaus eine große Variabilität und letztendlich eben resultieren dann 9 Monate draus. Und wenn wir uns jetzt mal diese Befragungsdaten, da zeige ich mal so die ersten anschauen, sehen wir auch hier einen Unterschied zwischen Nicht-Kadersportlern und Kader- und Profisportlern, zum Beispiel bei diesen Symptomen, die so kardialbedingt sind. Sagen wir zum Beispiel Herzstolpern, also Palpitation, Herzrasen, also eine größere Häufigkeit bei den Nicht-Kadersportlern und eben auch bei Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen und dem Leistungsknick zumindest tendenziell eine größere Häufigkeit bei den Nicht-Kadersportlern. Bei der Selbsteinschätzung der Belastbarkeit nach diesen 9 Monaten haben wir auch zunächst mal die Daten der Nicht-Betroffenen aus der Kohorte 2 hinzugezogen. Das ist die Initialbefragung bei der Basisuntersuchung, wo ja bei etwa 30% der Kadersportler, bei der erkrankten Kadersportler, eine schlechte Belastbarkeit in der Selbsteinschätzung hatten und das aber bei den Nicht-Erkrankten deutlich weniger war. Also da haben wir auch nochmal so einen Abgleich, wo wir sehen können, gut, da steckt wahrscheinlich Covid mit dahinter. Und wenn wir dann eben diesen 9-Monat-Abstand zur Infektion sehen, dann sehen wir, die sind zwar auf dem Weg zur Besserung, aber wir haben nach wie vor doch so etwa 17% bei der Abfrage, die nach wie vor über eine schlechte Belastbarkeit berichten. Und für die Gesamtkohorte stellt sich das dann also in der Kohorte 1 so dar im Verlauf. Das war die Basisuntersuchung. Hier nochmal die Häufigkeit der Angaben zur Belastbarkeit in Prozent, wie sich das dann eben nach diesen 9 Monaten verschoben hat. Es geht glücklicherweise wieder nach oben, aufwärts, aber zu diesem Zeitpunkt 9 Monate waren doch noch 5,2% der Kaderathleten in der Selbsteinschätzung kleiner gleich 50% belastbar, was immer das dann auch heißen mag. Und bei den Nicht-Kadersportlern waren es 11,3%. Und das Gleiche konnten wir dann eigentlich auch bei der Eigenbeurteilung der Leistungsfähigkeit betrachten. Also auch hier sieht man eine Verbesserung in der Selbsteinschätzung, aber da sieht es ähnlich aus. Da sehen wir eben auch diesen Unterschied zwischen den Kader- und Nicht-Kadersportlern, was eben die Leistungsfähigkeit leider gleich 50% betrifft. Gut, was uns natürlich dann interessiert hat, ist die Frage, lassen sich denn die nicht gut Belastbaren in der Selbsteinschätzung im Hinblick auf unsere Basisvariablen und den ordentlich Belastbaren, und da haben wir jetzt 80 bis 100% genommen, in irgendeiner Weise unterscheiden. Wir haben da jetzt noch keine multivariaten Modelle begonnen. Das wird Herr Haller allerdings in München dann machen. Wir haben das jetzt einfach mal mit den Basisdaten zusammengestellt. Was wir sehen, eine Tendenz zu einem höheren Alter, das auch signifikant ist in der wenig belastbaren Gruppe. Wir sehen auch, dass mehr Frauen hier angeben, weniger belastbar zu sein im Vergleich zu den Männern. Und wir haben in der Gruppe der wenig belastbaren auch einen höheren Trainingsumfang. Das ist so ein bisschen grenzwertig von der Signifikanz. Und wir sehen dann bei den initialen Symptomen, die also per Fragebogen angegeben worden sind, dass bei den klassischen Infektsymptomen, leichten Infektsymptomen, also Geruchs-Geschmacksverlust, Schnupfen, Halsschmerzen, eigentlich kein Unterschied zwischen den Gruppen ist, aber bei den moderaten Symptomen, also Kopfschmerzen, Husten, Fieber,
Durchfall und dann eben auch Muskelgelenkschmerzen und auch kardiale Symptome dann tatsächlich ein Unterschied ist, dass diejenigen, die eben diese Beschwerden angegeben haben, dann auch eher 9 Monate später über eine geringere Belastbarkeit berichtet haben. Das ist jetzt mal so eine Vorweganalyse und wir sind gespannt, was uns natürlich die weiteren Ergebnisse dergestalt noch an Erkenntnisse bringen. In dem Zusammenhang ganz wichtig, wir haben natürlich auch die zuvor gezeigten diagnostischen Eingangsbefunde in die Richtung abgeglichen und sahen eben keinen Zusammenhang. Also insofern muss man sehen, was unsere weiteren Analysen dann noch bringen werden. Ich denke auch im Hinblick auf die Leistungsdiagnostik und wir planen natürlich auch in dieser Gruppe der wenig belastbar nochmal nachzugucken, spielt möglicherweise in früher Trainingseintritt eine Rolle. Und diese Daten haben wir ja, da muss man gucken, ob die Fallzahl ausreicht. Wahrscheinlich brauchen wir dann noch mehr Follow-ups, aber die gehen im Moment quasi kontinuierlich ein, sodass man diese Analysen gegebenenfalls dann auch noch durchführen kann. Ich fasse zusammen, wir haben bei den Akutsymptomen ein typisches Muster, wie wir es eigentlich auch aus der Gesamtbevölkerung kennen, was jetzt die Zusammensetzung der Beschwerden im milden bis moderaten Bereich betreffen. Bei der Basisuntersuchung, wir haben eine geringere Symptomhäufigkeit, teilweise auch eine geringere Symptomdauer bei den Kadersportler und Sportlerinnen im Vergleich zu den Nicht-Kaderathleten. Da muss man sehen, Thema Alter, eventuell auch Zugang zu den Ambulanzen, das sollte man nicht ganz aus den Augen verlieren. Das ist vielleicht eine Schwäche zur Untersuchung, dass wir natürlich da nicht ganz repräsentativ sind. Aber wir haben uns eben für dieses Studiendesign entschlossen. Und bei der apparativen Diagnostik sahen wir im Prinzip mit Ausnahme tendenziell höherer Transaminasen bei erkrankten Kadersportlerinnen keine systematisch häufigeren pathologischen Befunde, was die Gruppeneffekte betrifft. Heißt nicht, dass wir einzelne Athleten haben, die hier ein Problem haben. Im Vergleich zu den gesunden Kontrollen. Wir haben diesen relevanten Trainingsausfall auch bei Kader- und Profisportlerinnen mit über 2 Wochen, mehr als 50%, die da betroffen waren. Und wir haben eine reduzierte körperliche Belastbarkeit und sportliche Leistungsfähigkeit bei der Basisuntersuchung bei 20% der Kaderathleten und bei etwa 40% der Nicht-Kaderathleten. Wir haben, was jetzt der aktuelle Studienstand betrifft, kein Hinweis auf eine höhere kardiale Mitbeteiligung, als das bisher in der Literatur bekannt ist. Das sind ja die Daten, schwanken ja so zwischen 0,5 und 3%. Und wir haben, und das ist eigentlich das Erfreuliche, keine fatalen kardiovaskulären Ereignisse. Das deckt sich auch mit der aktuellen Literatur. Was aber tatsächlich ein Punkt ist, an dem man natürlich arbeiten muss, dass wir doch bei einer Kleinprozentzahl und so klein sind 5 bis 6% meiner Ansicht nach ja nicht bei den Kaderathleten doch Hinweise auf einen prolongierten Verlauf haben und wir dann auch bei der Symptomatik, also nicht nur bei der empfundenen Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit, sondern auch bei den Symptomen noch war bei 5 bis 14% im Follow-up eine Auffälligkeit haben, die so in Richtung Long-Covid gehen kann. Und wir haben eben einen Zusammenhang zwischen moderaten Symptomen im Rahmen der Infektion bei Baseline und der subjektiven sportlichen Belastbarkeit beim Follow-up. Also da zeichnet sich ab, dass man da zumindest mal auch in der Entscheidungsfindung, wie früher ein Athlet, eine Athletin wieder in ein belastendes Training geht, sich durchaus an diesen Symptomen dann auch ein bisschen orientieren kann. Ist auch ein Thema, was in der aktuellen Empfehlung zum Return to Play, die im Moment noch in Bearbeitung ist, die aber bald rauskommen soll, so ein bisschen Niederschlag findet. Und abschließend noch ein kurzer Ausblick. Wir wollen natürlich weitere Einflussfaktoren auf den prolongierten Verlauf untersuchen. Vor allem wichtig auch die Auswertung der leistungsdiagnostischen Daten, um die subjektive Angabe der Leistungsfähigkeit dann tatsächlich auch auf objektive leistungsdiagnostische Daten stellen zu können. Im Moment läuft auch eine Auswertung pulmonaler Ergebnisse, soll auch demnächst publiziert werden. Eine Datenauswertung, Vergleich Geimpfte, Ungeimpfte, da brauchen wir allerdings noch eine Zeit. Wir planen natürlich auch Subgruppenanalysen von Sportlern mit Long-Covid-Konstellation, wo es dann letztendlich aber auch darum geht, unsere Proben, Serum, Plasmaproben in der Richtung auszuwerten und einen Teil der Studienzentren, also auch die Abteilung von Wilhelm Bloch hat ja auch T-Zellen, also PBMC isoliert, wo man dann auch noch mal ein bisschen mehr in Richtung der Immunologie gucken
gucken kann. Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Fragen.